Moment mal. Ist das der Ryan, den wir da gerade erlebt haben, der uns da gerade mitgenommen hat? Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Also, ich finde, Aiden hat verdammt eine gute Wahl getroffen. Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Ja, easy. Genau, den Abfall in die Küche. Warum räumen wir eigentlich auf? Ist noch ein Buch oder so? Bücher. Okay, ins Bücherregal. Okay, toll. Ja, klar. Sieht auch niemand. Lang noch Socken, habe ich gesehen. Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Oh mein Gott. Okay, da. Warum räumen wir hier alles auf? Man kann in ihrem Bad nicht mal die Tür zu machen. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Los, ein Schluck. Es war bisher immer gut, wenn wir was getrunken haben. Aufräumen. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ah, sie hat Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizzalieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Pizza. Ich meine, es ist der einfachste Weg, aber... Er bringt ja einen guten Wein mit, hat er gesagt. Ich rufe da an.
Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. War das? War das Telefon? Ach, es war neben dem Sofa. Das Telefon. Wo war jetzt das Sofa nochmal? Ja. Oh, großer Gott, ich kenne die Nummer im Schlaf. Hey, ja, ich möchte eine große Pizza. Die, Super Supreme. Zwischen 8 und 8:30. Ja. 6192 Columbus Street. Ja, 9. Stock. Okay, cool. Gut, danke. Ja. Nicht gerade eine Meisterleistung, aber es gibt was zu essen. So sieht's aus. Die muss ja noch was anziehen, das weiß die schon. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Wo ist denn der Kleiderschrank? Ja. Oh, ich Depp. Hab ich Zeit, noch unter die Dusche zu springen? Nein. Was ziehe ich an? Oh, hallo Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Nee, wir ziehen was Cooles an. Wir bestellen mal Pizzadienst. Oh, mega cool. Oh, hey, Ryan. Ja, ach, weißt du, ich hab nur alte Sachen an, weil... Ich bin cool. Ganz cool. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich meine, was soll es bringen, mich dem Kerl gleich an den Hals zu werfen? Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Der steht ganz schön lange vor der Tür, oder? Gleich, was müssen wir denn noch machen? Würde ich sagen. Oh, ich glaube, das war ein. Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Spielchen spielen? Das kann ich auch. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal ins Bad. Oh, das Nasenbluten ist schon weg.
Ahnung. Soll. Neben dem Sofa lagen noch erst Socken. Kann sie die nicht anziehen? Muss sie hier barfuß rumlaufen? SWR 3. Okay. Wir hören SWR 3. Ja, es ist sehr witzig, Aiden. Wow, das ist sehr romantisch. Ist nicht. Was ist denn jetzt noch alles? Müssen wir uns jetzt noch einen flotten Spruch überlegen oder machst du einfach auf? Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Sagt man das zu Wein aus 2020 zukünftig Setz auch? Doch hin. Es war ein gutes Jahr. Das Ding für die Weinflasche. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Soll ich sie aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Danke. Auf dein neues Apartment. Gut, Wein. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und... Upsi. Und stammst du von hier? Also ich kann einen sehr gut nachempfinden. Nein, ist nicht gut für dich. Wie kamst du danach zur CIA?
Ach, schade. Schon vorbei. Hey, wie geht's euch? Oh, gut. Das stimmt so. Danke. Ich habe Pizza bestellt. Ich hoffe, dass... Eine Pizza. Pizza ist gut. Zwei Leute. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast zwei Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Du? Ich meine... Was kann ich noch machen? Deine Eltern, hast du Kontakt? Erzähl ihm nicht so viel von dir. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Er ist noch ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Hat Nathan dir hier richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Ups. Jody, ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. Jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht. Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier. Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Ich höre super zu. Halte trotzdem nichts von Ryan. Das waren sicher nur die Teller. Der Stapel war bestimmt zu hoch. Ich glaube, Aiden kann auch beim Kochen ganz gut Unfug machen. Aiden gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jody? Das ist jetzt, was Aiden will. Ich die Haus... Kann ich die Wohnungstür aufmachen? Was ist mit dir? Hast du? Hast du Familie? Nein. Fuck, Aiden! Ich will, dass du jetzt aufhörst! Also ich gehe lieber. Nein, Ryan, warte. Nein, Jody, also... Aiden ist nicht begeistert. Ich glaube, dass ihr das klären müsst. Jody, wir haben noch Zeit. Lernen wir uns doch einfach erst besser kennen, okay? Vielleicht gewöhnt sich Aiden ja daran. Nein. Aiden gewöhnt sich nicht daran. Es sei denn, wir erleben hier noch ein paar Szenen, wo Ryan beweist, dass er ein guter ist. Und aber jetzt zufrieden. Aktuell? Du hast, was du wolltest. Finde ich nicht, dass Ryan ein guter ist. Er ist weg und du hast mich wieder für dich selbst. Ich hoffe echt, du bist zufrieden und verflucht happy. Na los jetzt, flieg herum in deiner unsichtbaren Welt und lass mich heulen. Ich hasse dich. Hörst du mich, du fieses Arschloch? Okay, das ist vielleicht nicht das, was ich wollte. Ich möchte nicht, dass sie weint. Nachsitzung.
Sind wieder ein kleines Mädchen und Nathan und Cole müssen arbeiten. Das Kapitel ist übrigens Nachtsitzung und nicht Nachsitzung. Ich glaube, ich kann hier nicht so viel machen. Aiden, willst du was tun? Aiden kann jetzt auch nicht so die Welt bewegen. Deswegen sage ich jetzt, dass ich müde bin. Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mach das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werd's holen. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Wo ist das Buch? Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Das ist nicht? Ja. Aiden? Warst du das, Aiden? Also ich hätte auch ein bisschen Schiss, ne? Wenn ich irgendwo hingehe und dann ständig das Licht flackert. Bitte? Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Kann bestimmt jetzt super schlafen. Jody? Jody, alles klar? Siehst blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, 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 Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, was hast du? Meine Frau. Meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Jody, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit Jody. Hey, Jody kann die Zukunft sehen, aber das wissen wir ja, glaube ich, so.
Beziehungsweise es ist ja nicht die Zukunft gewesen. Hat es nur vor ihm schon gesehen. Okay, die Mission. Dieses Kapitel. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Muss Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Keine Sorge. Ich bin nicht allein. Ich finde diese Kapitel immer nicht so schön. Da. Viel Glück, Jody. Dieses CIA-Kapitel. Ich meine, sie hat eine Gabe, das kann sie nutzen. Kann sie das nicht lieber im Backoffice nutzen? Irgendwie? Kein direkter Kontakt mit dem Feind. Keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Weiter kann ich nicht. Oder gerade ein X. Der andere. Hallo, anderer Soldat? Wo ist der denn hin? Ah, ist hier oben.